Mit der Galaxy Watch ist es wie mit einem guten Wein, denn sie ist über die Jahre gereift. Seit 2021 arbeiten Samsung Smartwatches mit dem Google-System Wear OS 3. Nach dem Umstieg lief beim Erstmodell aber gar nicht alles glatt. Ganz anders ist das jetzt bei der Samsung Galaxy Watch 5 und 5 Pro. Wir haben die kleinste Variante mit 40 mm Gehäuse und die neue Pro Smartwatch mit 45 mm Gehäuse im Test so richtig in die Mangel genommen. Die sportliche Galaxy Watch 5 gleicht ihrer Vorgängerin, im Innern steckt aber eine minimal größere Batterie. Damit hält die Uhr, anders als die Watch 4, jetzt auch immerhin einen Tag lang durch bei aktivierter Zeitanzeige, Herzfrequenzmessung und Benachrichtigung. Obwohl mehr Kapazität drin steckt, lädt die Uhr schneller, das liegt am beigelegten USB-C-Kabel. Und die Galaxy Watch 5 Pro, die bringt einen richtig großen Akku mit 590 mAh mit und hält damit auch tatsächlich 2 Tage lang durch. Samsung schützt das Display beider Uhren mit Saphirglas. Im Testlabor hat es dem Kratzwerkzeug bis zur härtesten Stufe widerstanden. Der hervorstehende Uhrenrahmen schützt das Display der Pro zusätzlich, nämlich bei Stürzen zum Beispiel. Das Aluminiumgehäuse der Watch 5 ist ziemlich empfindlich und auch das Titangehäuse der Pro-Version hat nur bis Stufe 3 von 9 durchgehalten. Der Nutzen einer Smartwatch, na klar, der steht und fällt mit ihren Apps. Und ein Jahr nach dem Umstieg läuft fast alles bei der Galaxy Watch reibungslos und rasant. In wenigen Minuten haben wir eine Playlist in Spotify gespeichert, eine Einkaufsliste in der Bring-App erstellt, Mails via Outlook empfangen und auch den Sprachassistenten und die Notizen-App von Google in Betrieb genommen. Klar ist, Samsung gibt den eigenen Diensten weiterhin Vorrang. Durch langes Drücken der unteren Taste zum Beispiel öffnet sich der Bezahldienst Samsung Pay. Der ließ sich auf unserem Testmuster auch sehr rasch einrichten und ich habe damit auch an der Kasse bezahlt. Klappt wunderbar. Ganz anders sieht das aus mit Google Pay. Das liegt aber wohl an der neuen Google Wallet App. Die hat nämlich auch auf unseren Testhandys nicht richtig funktioniert. Samsung Smartwatches erhalten von Google bald Updates. Dann soll der Play Store auf den Uhren ähnlich wie das Pendant auf dem Handy aussehen und beispielsweise Trends und Empfehlungen für Apps zeigen. Außerdem arbeitet die Google Maps App künftig unabhängig vom gekoppelten Handy. Der zweite Gradmesser für jede Smartwatch, das sind ihre Sportfunktionen. Samsung setzt hier auf die hauseigene Fitness-App und gut gefiel uns im Test, dass es jetzt noch mehr Trainingsmodi gibt und der Wiederholungszähler für Kniebeugen und so weiter jetzt auch reibungslos arbeitet. Die Pro-Version hat noch ein Ass im Ärmel, die hat jetzt nämlich neue Routenfunktionen für den Outdoor-Sport. Ich kann jetzt vom Smartphone GPX-Routen übertragen. Und wenn die Routenführung auf der Pro-Uhr gestartet ist, dann sagt die Uhr die Richtung an, sie zeigt zusätzlich eine Karte, zeigt Pfeile. Sie passt sich auch an, wenn ich vom Weg abkomme und stellt sich dann wieder darauf ein. In den Einstellungen findet sich dann auch noch eine Rückwegfunktion, sodass man eben zurück zum Start der Routenaufzeichnung kommt. Bisschen schade, im Test hat nur die Galaxy Watch 5 die Herzfrequenz im Training exakt bestimmt. Die Pro-Version verrutscht nämlich ein bisschen leichter und hat nur dann richtig gemessen, wenn die Arme sich kaum bewegt haben. Beim Sport schlecht, ne? Darum schneidet sie insgesamt auch schlechter als die Basisversion ab. Und was ist sonst noch ärgerlich? Ein paar Gesundheitsfunktionen sind einfach nicht ausgereift. Zum Beispiel hat das Elektrokardiogramm nicht richtig funktioniert, denn der gleichmäßige Herzrhythmus konnte nicht festgestellt werden. Und die Analyse zur Schätzung der Körperzusammensetzung, die klappt ja selbst bei Körperwagen nicht richtig genau. Und zwar hat Samsung daran gearbeitet, aber letztendlich kann man das nicht auf die Goldwaage legen. Die Galaxy Watch 5-Reihe ergänzt Android-Smartphones prima und erfüllt endlich auch die Mindesterwartungen an die Akkulaufzeit. Nach einem Jahr mit dem Google-System an Bord sind die Kinderkrankheiten erstmal beseitigt. Es bleibt bei einem Duett aus Samsung und Google-Diensten mit der Samsung-eigenen Bedienoberfläche, die hat sich einfach bewährt. Auch die Fitnessfunktionen überzeugen, mal abgesehen von den Schwächen der Pro bei der Herzfrequenzmessung. Dafür hat die Pro aber als einzige die coole neue Routenfunktion für den Sport an Bord.